Abgeordnete der Linkspartei, Martina Michelles. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Friedenskämpferinnen und Friedenskämpfer, mein Name ist Martina Michels und ich spreche zu euch als Abgeordnete der Linken im Europäischen Parlament. Es ist mir persönlich eine Ehre und auch ein Bedürfnis, heute hier sprechen zu dürfen, denn uns alle einen Wut, Trauer und Verzweiflung angesichts der entsetzlichen Bilder und Nachrichten aus den kurdischen Gebieten. Ja, und zugleich hinter die Boxen, alles klar. Und zugleich eint uns aber die Entschlossenheit, dagegen aufzustehen und nicht schweigend alles hinzunehmen. Und wir haben mindestens drei klare Forderungen. Erstens, stoppt den Krieg in Nordsyrien. Zweitens, keine Waffen für Erdogan. Und die wichtigste Forderung, die uns alle angeht, die sich als Schutzmächte aufführen: Es gibt keine vernünftigen und lang anhaltenden Lösungen ohne eine Anerkennung der Selbstverwaltung in Rojava. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, sage ich es mit den Worten des Journalisten Serdar Çetin: Dieses niederträchtige Abkommen, das Trump und Putin vorgestern verkündet haben, ist eine Legalisierung der Besatzung von Rojava durch den IS und die Türkei. Daran gibt es nichts zu beschönigen und nichts zu vertuschen. Denn da erlauben sich zwei Präsidenten von NATO-Staaten, die innenpolitisch nur für die Vergangenheit stehen, auf fremdem Territorium festzulegen, wer sich dort aufhalten darf und wer nicht. Und die EU-Regierungschefs sitzen zur selben Zeit in Brüssel und machen das, was sie immer machen. Sie lamentieren, statt zu handeln. Sie sind tief erschüttert und am Ende schweigen sie. Ich las hier gerade auf einem Transparent an die Regierung von Merkel und Co. gerichtet: Besorgt sein alleine genügt nicht. Völlig richtig. Taten wollen wir sehen und konkrete Beschlüsse. Spätestens seit dem Flüchtlingsdeal im März 2016 schauen die EU-Regierungsverantwortlichen weg, egal ob Erdogan die HDP verfolgt, kurdische Bürgermeister absetzt, Journalisten und Wissenschaftler verfolgt oder in Afrin einfällt. Liebe Freunde, wir sind auch hier, damit all die bisherigen Opfer des Erdogan-Regimes nicht vergessen werden, die in Gefängnissen sitzen oder ihr Leben lassen mussten, weil sie für Freiheitsrechte eintraten. Und auch jetzt werden wir nicht schweigen, wenn Erdogans Truppen völkerrechtswidrig, und das ist ein Völkerrechtsbruch, in Rojava einmarschieren. Es werden, und dies auch in der jetzigen angeblichen Waffenruhe, jeden Tag Kriegsverbrechen an Zivilisten begangen. Es werden Lebensadern zerstört, Wasserleitungen, medizinische Einrichtungen und Bäckereien. Hevrim Çelef stand für die Frauenbewegung und die Versöhnung der Völker.
Sie wurde von dschihadistischen Söldnern im Auftrag der Türkei feige hingerichtet. Erdogan und seine dschihadistischen Söldner gehören, liebe Freunde, vor ein internationales Kriegsgericht. Auch das sagen wir heute hier in aller Deutlichkeit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen hier nicht weit vom Kanzleramt. Genauso wie wir der EU-Untätigkeit und Mitschuld an Erdogans Aggression attestieren müssen, gilt dies in besonderer Weise auch für die Bundesregierung. Obwohl es seit Herbst 2015 immer deutlicher wurde, dass Erdogan zu friedlichen Lösungen mit Kurdinnen und Kurden nicht mehr bereit ist, handelten Merkel und Co. mit Erdogan diesen Flüchtlingsdeal aus. Und damit wurde die Abhängigkeit der EU-Staaten vom Erdogan-Regime besiegelt. Die EU glaubt noch heute, sich von ihrer Verantwortung für ungerechten Welthandel, für massive Waffenexporte an Autokraten, von Verantwortung für Flucht und Vertreibung freikaufen zu können. Diese furchtbare Scheckbuchpolitik hat nicht nur das Mittelmeer und die Wüsten Nordafrikas in Massengräber verwandelt, sie hat Erdogan erst richtig freie Hand im Innern gegeben. Und ehrlich, das heißt doch, hier das Scheckbuch und dort die Profite für Leopard 2 Panzer. Die Bundeskanzlerin sichert also munter die Profite für Rüstungskonzerne und sieht zu, wie immer neue Fluchtursachen geschaffen werden. Dazu sagen wir Stopp! Und all diese Regierungschefs, die Freiheit, Gleichheit und Solidarität als universelle Werte feiern, haben schon zum Überfall auf Afrin geschwiegen. Und auch heute schauen wieder alle Verantwortlichen zu, wie sich Trump und Pence auf Kosten von unschuldigen Menschen blamieren und wie die EU, die NATO, Trump, Erdogan, Putin und Assad ihre strategischen Spiele auf Kosten der Kurdinnen und Kurden austragen. Was ist der Hintergrund? Und ich sage, Sie können ganz offensichtlich mit demokratischer Selbstverwaltung und Frauenbefreiung nichts anfangen. Sie haben Kurdinnen und Kurden gebraucht im vorgeschobenen Kampf gegen den IS. Und nun scheint es Ihnen egal zu sein, ob der IS sich reorganisiert und weltweit neu vernetzt. Diese politische Tatenlosigkeit, meine lieben Freunde, ist inzwischen unerträglich. Und ich sage euch, ich bin heute auch hier, um euch mitzuteilen, dass wir die Lage in Rojava auch am Montag in der kommenden Woche im Europaparlament in Straßburg auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn wir werden nicht schweigen, und zwar nicht nur die Linken, auch Sozialdemokraten, Grünen und so manch Liberale und auch ab und zu Konservative sind an der Seite der Kurdinnen und Kurden. Denn wir brauchen viele Verbündete, um diesem Verbrechen von Erdogan, diesem Verrat des Westens ein Ende zu setzen. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, geben wir die Hoffnung nicht auf, zeigen wir nicht nur heute und hier, sondern überall in Europa, überall weltweit lautstark, dass es hier und auch in der Türkei demokratische Kräfte gibt,
die sich für das Überleben Rojavas einsetzen. Denn wir stehen fest an der Seite der kurdisch dominierten demokratischen Kräfte Syriens. Denn das scheinheilige Argument der Terrorbekämpfung ist doch absurd und ist lediglich ein Vorwand für das kriegerische Agieren Erdogans. Wir sehen doch heute klar und deutlich, wer hier mit Terror in Nordsyrien agiert. Also noch einmal, es genügt nicht nur besorgt zu sein, wir wollen Taten sehen. Stoppt den Krieg, stoppt Erdogan. Vielen Dank.